Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Günther LP und das hier ist ein kleines, ich weiß gar nicht, wie ich es genau nennen soll. Let's Show oder Server betreten. Keine Ahnung, wie genau. Auf jeden Fall werde ich euch hier meinen kleinen Server zeigen, dessen Namen ich leider gerade vergessen habe. Dessen Namen man nicht aussprechen darf. Nein, keine Ahnung. Ich habe gerade wirklich vergessen, wie er heißt. Aber ich schreibe den Namen und die IP in die Beschreibung, da könnt ihr auch mal rauf joinen und so. Ist ein ganz lustiger Server, habe ich letztens gefunden und ich werde da mal so ein bisschen auch meine Zeit drauf verschwenden. Hier natürlich wieder im Affenkostüm, alles Standard und soweit so gut. Also ich bin hier gerade auf so einer kleinen Achterbahn drauf und die führt spiralförmig, monoton nach oben. Aber das ist nicht das Einzige, was hier an dem Server besonders ist. Und was auch noch besonders ist, ist nämlich die Aufnahme. Also ich bin hier nicht das einzige, da merkt man es schon. Also Black Helios, das ist so ein Typ, der wird mich gleich ein bisschen verfolgen und auch noch ein paar Sachen zeigen oder so, bla bla bla. Und auf jeden Fall, der hört mich gerade. Also wir haben Skype an, er hört mich, aber wir hören ihn nicht, weil er sich auf stumm geschaltet hat bei Skype. Also hört er praktisch, was ich sage und ich höre nicht, was er sagt, wenn er denn überhaupt was sagt. So, die Achterbahnfahrt, ich glaube, die dauert noch ein wenig, bevor wir hier richtig mal den Server zeigen kann. Das wird wahrscheinlich noch ein Jahr lang dauern oder so. Und wir gucken mal, ich weiß auch noch gar nicht, wie lange ich jetzt aufnehmen soll oder nicht, ob ich daraus 15 Minuten mache oder eine halbe Stunde oder 20 Minuten und wieso ich hier feststecke in Achterbahn. Ist das gewollt? Ich bin gerade leicht verwirrt. Mehr als nur leicht verwirrt. Es kann auch sein, dass es mal ein bisschen anders klinge, weil ich das Headset ein bisschen anders liegen habe. Das habe ich leider gerade vergessen umzustellen. Also anders umzulegen. Ich habe es jetzt nur um meinen Hals gelegt, anstatt auf meinen Kopf zu setzen. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das die Soundqualität beeinträchtigt oder vielleicht sogar verbessert oder was weiß ich. Da muss ich da mal nachher gucken beim Rendern. Bam. Hey! Wie gemein ist das denn? Ja, da seht ihr mal, wie schön die Leute hier, beziehungsweise wie nett die Leute hier beim Server sind. Erstmal schön sterben. Super! Willkommen in Goldcraft. Seht ihr da, es heißt Goldcraft, der Server. Da könnt ihr euch dann mal ein bisschen schön die Puperze schwärzen und dann so weiter und so fort. So, gibt's die Tools. Kein Cheating, kein Bug-Using, kein Rank-Abfragen, keine 1x1-Türme, / Löcher, kein Rassismus, kein Hacking, kein Flame, kein Kreativ-Mode-Fragen, kein Mod-Using, keine Diskriminierung. Okay, das sind auch nochmal die Regeln, ne? Kurz zusammengefasst für euch. Und ich kann mal gerade zu meinem Haus warpen, was übrigens auch schon total cool ist. Oder wir schauen uns erstmal das Haus an von Black Helios, von einem Typen, der mich auch gerade hört und auch verfolgen sollte, aber den ich irgendwie noch nicht gefunden habe. Ach, da drin steht er ja. So, also das ist auf jeden Fall sein Haus. Ist ein bisschen... Ja, was soll man denn sagen? Ich finde, es sieht ein bisschen aus wie diese chinesischen... komischen Häuser. Keine Ahnung. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Diese komischen Häuser. Aber jedes chinesische Haus ist auch komisch, ne? So, wir sind hier gerade in seinem kleinen... Ja... Keine Ahnung, Botanikgarten oder was auch immer das war, ist alles hier komplett scheiße hier, ne? Nein. Also hier kann man auch einen Knopf drücken und... Bam, Tisch wird eingefahren. Das ist immer ganz praktisch und auch ganz schön hier mal ein bisschen... Ja, sich die Kimme voll zu stopfen und dann kann man die auch wieder ausfahren. Also man kann den extra einfahren, um damit da mit den stinkigen Füßen rüber zu laufen. Das ist immer ganz praktisch. Und dann kann man auf dem stinkigen und dreckigen Tisch danach essen. Nom nom nom. So, und das ist eben halt hier auch der Black Helios, und den ich schon, ich glaube, mehr als einmal erwähnt habe. Und der verfolgt uns eben halt noch ein bisschen. Leider kann ich den gar nicht schlagen. Oh. So, sein Haus, ne? Hier geht's auch noch weiter. Hier in so einem kleinen, ja, Bambusfeld, möchte man sagen. Und hier so ein komischer Brunnen. Ich persönlich finde, der sieht recht strange aus, aber naja... Kunst ist ja Interpretationsauslegung. Hier ist auch noch so ein kleiner
Ja, ein kleiner Pool und eine Bank und was weiß ich nicht alles. Auch ein kleiner Tisch. Wir setzen uns mal ein bisschen in den Pool und dann. Yay! Party! Unamused, würde ich dazu sagen. So, klettern wir mal gerade auf die Hecke. Das ist ein Teich. Ja, meine Fresse. Also ist es hier mal ein Teich, aber ich gehe gerne auch in Teichen baden. Ich bin ja Gamer und natürlich immer dreckig. Oh, sogar mit Lehmboden. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. So, hier hat er eben halt auch noch so rund um sein Haus noch so kleine Felder. Mal zwischendurch ein paar Rosen und was sind das eigentlich? Keine Ahnung, Nelken oder. Die Nelken sind ja weiß, soweit ich weiß. Ja, die sind ja weiß, soweit ich weiß. Ah, schlechtestes Wortspiel ever. So, und hier kommen wir jetzt mal in sein Haus hinein. So. Sieht alles scheiße aus und so. Nee, Quatsch. Sieht eigentlich sehr schön aus. Hier so ein paar, ja, Kisten so zur Belagerung. Also nicht zur Belagerung, sondern zum Lagen. Garung. Und ich werde ja auch noch gleichzeitig angeschrieben. Finde ich auch sehr schön. So, geh mal hoch in die nächste Etage. My Black Helios House. Bam. So, hier oben ist eben halt sein Wohnzimmer oder sein Schlafzimmer. Hier kann er sich schön schlafen legen und ein bisschen im Schlaf weinen. Und hier ist so eine Kiste, da können wir leider nicht reingucken, weil das hier alles gesaved ist und so weiter und so fort. Und hier eben halt ein Bücherregal und hier irgendwie so ein Schreibtisch sollte das, glaube ich, darstellen oder so. Bin ich mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Naja. Ich bin mir aber nicht sicher, ich bin immer voll unsicher und kann gar nichts. Das ist auf jeden Fall das Haus des Black Helios. Aber natürlich kann man bei dem Server noch mehr machen, als jetzt nur hier so ein scheiß Haus bauen oder so. Man kann natürlich auch ein Lagerhaus bauen, wie hier, oder man kann Rauch bauen und was weiß ich. Hier gibt es auch ein Geldsystem auf dem Server. Es gibt eine PvP-Arena, es gibt eine Arena gegen Monster, es gibt, ach, was gibt's denn noch alles? Keine Ahnung. Eben halt hier auch das Grundstückssystem. Es gibt eine Farmwelt, es gibt. Ja, was gibt's eigentlich nicht, ne? Also der Server ist auch eigentlich mehr so im. Ja, wie soll man sagen? Er ist nicht im Mittelalterstil, er ist nicht im neuzeitigen Stil. Es ist einfach so. Bau, was du bauen willst, Server. Ne? Einige bauen hier so große Achterbahnen und so, da waren wir auch am Anfang drinne. Oder einen Skin, oder eben halt. Also so ein Skinhead. Oder eben halt riesige Felder oder. Ach, was weiß ich, na, so ein Glaspalast oder riesige Schilder. Oder da hinten ist eben halt auch die PvP-Arena, da können wir uns später auch mal noch drin verziehen. Aber ich würde sagen, als erstes gehen wir mal ein bisschen in die normale Arena, also die gegen Monster. Aber da läuft gerade eine Runde, ist das Problem und das ist dann so ein bisschen, naja, negativ, weil eben halt. Weil eben halt, weil eben halt. So. Nee, weil dann können wir nicht joinen, wenn da gerade eine Runde läuft. Und da ist auch nur einer drinnen. Wir sehen es gerade hier. Ultra viele Monstermassen kämpfen alle gegen diesen kleinen Pisser da drüben, der gerade verkackt. Nein, ist natürlich kein Pisser und so. Also, hier ist auch ein netter Umgang, nette Admins, nettes Ambiente, nette Gebäude. Leider nicht von allen sehr schön, aber naja, man. Macht man nichts. Guckt man blöde. So. Ah, hoffen wir mal, dass er gleich stirbt. Dann kommen wir nämlich auch ein bisschen die Arena. In die Arena, meine Fresse. Ich hoffe, der Black Helios, der rennt mir da auch noch so hinterher. Auf jeden Fall, in der Arena ist es eben halt so, es kommen verschiedene Wellen von Gegnern und die muss man versuchen aufzuhalten. Mit eben halt einem Schwert oder einem Bogen oder mit Tränken oder was weiß ich. Und je nachdem, welche Klasse man gewählt hat, dann bekommt man auch verschiedene Waffen oder verschiedene Rüstungen und verschiedene. Ach, was es da alles gibt, was das Kriegerherz so begehrt. Ne, also wir sehen zum Beispiel, der ist, glaube ich, gerade. Bin mir da gar nicht sicher, aber ich glaube, der ist ein Chemiker. Kann sein, weiß ich nicht. Wir machen mal gerade, join mal gerade in die Arena. Ich hoffe, der Black Helios, der kommt auch noch mit hinterher. Komm hinterher. Das ist nicht so schwer. Da ist er ja. Hier, der Black Helios und der Sascha. Wir suchen uns jetzt alle eine Klasse aus. Man kann entweder den Tank nehmen, das ist jemand mit einer Diamantrüstung und Eisenschwert und Heiltränk und so ein Quatsch. Das ist eben halt, um
ja, der tankt eben halt Damage, ne, müsste man kennen, vielleicht aus MMORPGs wie World of Warcraft oder Star Wars The Old Republic. Der Knight ist eben halt ganz normaler Kämpfer, so ein, ja, ich würde sagen, ein Allrounder, so der Mann für alles. Der Archer, ne, der Archer ist eben halt der Bogenschütze, er kann gut Skelette abschießen und hat der Teufel gesehen, was er noch alles kann. Der Oddjob, das ist irgendwie so eine komische Klasse, da kann ich mal raufklicken. Der hat irgendwie nur so ein Schwert und TNT und so Quatsch und ich weiß nicht, was er damit so großartig anfangen will, aber okay. Und dann gibt's eben halt noch den Chemist, das ist der Chemiker, der hat eben so alle möglichen Tränke, die man da so wegwerfen kann, so. Und das sieht man jetzt hier gerade nicht, aber naja, ich nehme wie immer den Tank. Ich würde gerne den Tank nehmen. Was ist los? Hallo? Ich würde gerne den Tank nehmen. Ah, Lady Leckleck. Ich weiß jetzt nicht, ob ich geleckt habe oder der Server. Egal, springen wir mal in die Arena. Jetzt geht's. Es müssen erst nämlich alle ready sein. Go, Brothers! Schreibt auch der Black Helios. Bam. Ja, die Creeper, die können ja auch nichts tun, weil hier so ein Plugin drin ist, dass Creeper und Feuer und Lava und Wasser und TNT alles nicht gesetzt werden kann, beziehungsweise keinen Schaden anrichten kann. So. Auf die Zombies! Alle fertig machen. Ich mach dich kaputt, Junge. Ja, man kriegt ja auch für jedes abgeschlachtete Zombie, für jeden abgeschlachteten Wolf, für jedes abgeschlachtete Tier, bekommt man eben halt Pfennig, und das ist hier die Währung. Oh Gott, spinn. Komm! Stirb! Geht doch. Creeper, der zieht mir auch nichts ab hier, ich kann auch bei dem stehen, wenn er explodiert. Machst du nix, guckst du blöde. Du guckst ja sowieso immer blöde. Nein, nicht den Hund! Wieso? das Bonn neue. Oh, das war ganz schön laut, ne? Egal. Aber, au, Skelette. Alter, vier Skelette auf einmal, oh Gott. Skelette sind auch noch die stärksten Gegner. Ja, mal abgesehen so von Lohn oder so, aber... Ja, aber Skelette machen immer Damage, weil die eben halt Reichweite haben und auch noch automatisches Treffen. Das finde ich relativ scheiße. Oh Gott, ich habe jetzt schon zwei Herzen verloren. Los, Black Helios und Sascha, macht die mal fertig. Ich verzieh mich so lange. Tschüssi. Oh Gott. Ja, toll, wenn man sich feige verziehen, ne? Spawn hinter einem natürlich sofort Spinnen und Creeper. Hey, Party. Sterbt ihr Hunde oder Wölfe? Okay. Da. So sieht übrigens ein Creeper aus, wenn er von einem Blitz getroffen wurde. Ich wusste am Anfang auch nicht, dass sie so aussehen. Na. Und was ich dazu noch sagen muss, das hier hat ja so ein bisschen den Style eines... Boah, scheiße! Eines Let's Play Togethers. Ja, ich weiß, ich habe auch schon mehrere Nachrichten bekommen, ob ich mich ja mit irgendwem, irgendwas, irgendwarum... Oh, wow, ja, alles explodiert. Eine Let's Play Together mache, aber... Scheiße, die Cap Spider! Aber dazu habe ich leider nicht genügend Zeit, um diese ganzen Let's Play Togethers zu machen, ja? Wenn überhaupt, mache ich das dann mit Leuten, die ich auch privat kenne, aus dem sogenannten Real Life. Und ja, also mit Fremden kommt das wahrscheinlich eher weniger in Frage. Naja, da muss man mal so ein bisschen gucken, wie das dann nachher aussieht. Alter, Black Helios wird hier von Tonnen von Monstern verfolgt. Oh Gott, Lohn. Scheiße. Aber wenn man Lohn tötet, dann wird man belohnt. Scheiße. Das Feuer kann man nicht mal. Oh lol. Oh Gott, das brenne ich schon wieder, ey. Das Scheiße ist, man kann das Feuer auch nicht aufschlagen. Wo sind überhaupt meine Kumpels? Sind beide schon tot? Also der Sascha und der Black Helios. Was sind die denn? Oh, ne Okay, Heiltrank einwerfen. Muss ich dafür unbedingt machen. Gehen noch zwei Leben. Oh Gott. Zumindest heilen diese Tränke hier beim Tank relativ viel. Oh Gott. Viel zu viele Gegner, viel zu viele. Oh Gott. Allein schon die ganzen Skelette, oh mein Gott. Oh, scheiße. Oh!
alle weg hier, alle weg hier, alle weg hier, alle weg hier. Alter Scheiße, ich bin erstmal gerade bei der 16. Wave. Ich war schon bei, glaube ich, 30 oder so. Natürlich nicht alleine. Oh Gott, okay, jetzt muss ich mich ganz, ganz schnell heilen. Da oben steht auch noch eine Lohne. Ich kann die nicht mehr erreichen, um die kaputt zu schlagen, weil ich keinen Bogen oder sonst... Oh lol. Weil ich keinen Bogen oder sonstiges habe. Alle weg, alle weg, alle weg. Da. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Oh Gott. Eigentlich will ich jetzt noch ein bisschen was zum Server erzählen, aber wir sind hier viel zu viele Spinnen. Oh Gott. Oh Gott. Ja, wir haben es verstanden. Ja, ja, ja. Oh Gott, viel zu viele Gegner. Ich muss laufen. Oh, wie die Cave Spider. Scheiße. Nein, ich brenne. Nein, 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 nein. Nein, nein. Oh, jetzt habe ich verloren. Egal, wenigstens kriegt man ein bisschen Ausrüstung, sobald man verloren hat. Hier, ihr seht, ich habe das Ganze gewonnen. Auch ein Diamantenschwert. Oder Diamantschwert. Diamantschwert. Keine Ahnung. Bin ich mir nicht 100% sicher. Auf jeden Fall, was ich auch noch euch erzählen wollte, ne? Man hat es vielleicht auch zwischendurch im Kampf gesehen, da bei dem Chat hier so, ne? Hier so links und so. Dass eben halt manchmal mein Sword-Skill erhöht wird. Und, ja, das liegt einfach daran, dass man... Also man sagt immer so bestimmte Level und so, das ist ein bisschen MMORPG-Style, sag ich jetzt mal. Da kann man dann eben halt so ein bisschen sich Level dazu holen, also jetzt nicht die Level hier wie unten bei dem XP-Ding, sondern eher so, ja, so Richtung Skills in bestimmten Sachen, also zum Beispiel beim Schwert oder so, dann kann man stärker zuschlagen oder so, oder beim der Schaufel, dann kann man dann schneller abbauen und so Zeug. Wer zum Teufel baut so ein Haus? Also eins müsst ihr mir versprechen, wenn ihr auf diesen Server geht, dann baut schon schöne Häuser, ja? Also nicht so ein Dirt, Cobblestone, Holz, Geröllhaus. Ist ja förmlich widerlich. Ah, ich bin hier drauf. Juhu, ich bin auf dem Haus drauf. Ja, das ist eindeutig moderne Kunst. Viel zu modern für mich. Das ist ja echt widerlich. Ich möchte lieber am liebsten ganz, ganz weit... Man, heute verspreche ich mich aber auch den ganzen Tag. Ich möchte am liebsten ganz, ganz weit... Ganz weit weg von diesem... Ja, von diesem Mist. So, wir können ja mal hier die Allee lang gehen. Ist ganz schön gebaut, muss man sagen. Deswegen habe ich... Also, das habe ich auch noch nicht gesehen. Ich bin auch noch nicht lange auf dem Server. Ich bin hier erst seit... 1-2 Tagen, aber naja. Ich finde den Server ganz stattlich. Übrigens werden solche Server-Vorstellungen oder wie auch immer sie heißen, nicht regelmäßig kommen. Also das ist einfach jetzt mal so, ja, spontan so ein bisschen was rausgeknüppelt. Das musste einfach mal sein. Ich weiß, es sind auch schon seit ein paar Tagen keine Videos mehr gekommen. Das liegt aber mit meinem Uploader zusammen, weil wir uns da vertan haben mit dem USB-Stick hin und her hingegeben. Weil, ne, ich will ja jetzt auf 720p hochladen und das tut ja wer anders für mich. Und da gab es dann eben halt so kleine Probleme, logistische Probleme. Aber ich hoffe, das wird sich noch ändern und dann kommen kontinuierlich Videos. So, was kann ich denn euch noch zeigen? Oh Gott, hier gibt es so viel zu sehen, so viel zu bestaunen, so viel zu touchen und so viel, um den Erdbeer-Touch zu haben. Wenn dem Erdbeer-Touch was sagt, der ist auch sehr, sehr cool. So, was ist denn das Gebäude eigentlich links? Na, gucken wir mal. Gucken wir mal. Oh, was ist denn das? Ich soll zum Shop gehen. Wo ist denn der Shop? Mensch. Das musst du mir mal verraten. Ist das hier der Shop? Au. Pissig. Scheiß Spinne. Hier, zack, mein Diamantschwert rausgezogen. Was ist denn das hier? Boah. Ach, hier ist auch noch ein Skill-Arena. Ah, okay. Wir machen aber erstmal der Sport. Shop. Ah. Alter, ist das Ding fett, ne? Oh. Admin-Shop. Okay. Admin-Shop. Bäm, also, gibt's ja viele, viele Sachen.
Podcast. Also, man muss hier wirklich sagen, also kann man schon schön was kaufen und sein Geld verprassen. Nee, ich möchte hier lieber nichts kaufen. Wolle Rose kaufen? Nee, das kommt später, sobald ich ein bisschen mehr Geld habe, denn ich habe momentan nicht sehr viel. Obwohl, ja, ich habe 800, ne? Das ist natürlich. Ich bin natürlich eine fette Bonze hier. Und sonst ist hier noch relativ leer. Genauso wie mein Gehirn. Aber der Boden gefällt mir. Ja, und der Black Helios ist natürlich so eine fette Bonze. Der hat 3,6k Pfennige. Okay, also es ist wirklich hier sehr bombastisch und so. Also der Server gefällt mir grundsätzlich sehr gut. Nur es eben halt einige Spacken draußen, die eben halt nicht gut bauen können. Und ich hoffe, wenn einer von euch drauf kommt, dass der dann nicht auch nicht spackig baut. Weil spackig bauen ist einfach spackig. Wow, das war die Erkenntnis des Tages. So. Slash Warp Sleeve. Ich will mal zur Sleeve Arena. Ne, die mal. Ah, nicht Speed. Slash Warp Sleeve. So. Hallo, Creeper. Oh, ich dachte, der mag mich. Sleeve Join mit SPL Join. Okay. Black Helios, sollen wir ein wenig Sleeve spielen? Ich hoffe, Black Helios antwortet. Müsst ihr eigentlich. Ja, kommen wir gleich. Ah, okay. Okay, okay. Dann können wir noch einen Creeper töten. Wir haben ja Zeit, ne? Wir haben ja Zeit. Ich hoffe nur, dass ich nicht allzu lange aufnehme, weil sonst ist das Video wieder so groß und 20.000 GB groß und dann dauert es wieder 80.000 Stunden, bis ich es hochgeladen habe und das will ich ehrlich gesagt nicht ganz so, weil das ist scheiße. Deswegen habe ich das ja auch mit dem Uploader gemacht. Und deswegen wird dieses Video auch nur in 480p sein, weil ich das persönlich noch hochlade. Oh. Hä? Woher bekomme ich Schaden? Ach so, von meinem Gehirn schauen. Nee, weil ich nichts mehr zu essen habe. Forever hungry. Oh, in der Arena brennt ein Zombie. Will bestimmt auch mitspielen. Ich gehe schon mal in die Spleef Arena. SPL. Join. Join. You paid. Hallo? Muss dafür 5 Pfennig bezahlen, um eine Spleef Arena zu spielen. Ich hoffe, man gewinnt wenigstens was. Na gut, ist jetzt nicht so, als ob ich mir jetzt 5 Pfennig nicht leisten könnte. So. Das Problem ist, Moment, ich schreibe mal gerade den Admin an, ob er mitspielt. Wahrscheinlich liefert er mir jetzt ein gutes Beispiel, warum alle hier so nett sind. Ah. Das Spiel startet. Ich habe keine Schaufel. Ah! Geht das auch so? Ich war noch nie. Ah, okay, das geht auch so. Alles klar, das geht auch schon gut. Nee, ich mach das mit den Knochen, das ist besser. Komm her! Komm her! Lamm her! Stürz runter! Ja! Bam, Bitches! Ah, und ich habe 16 Insects gewonnen. Wieso auch immer, das, egal. Slash, Sleeve, Join. Falls ich jetzt nicht mehr drin bin oder so. Ah, okay. Jetzt ist auch noch der Black Helios mit dabei, der mich übrigens die ganze Zeit hört, ne? Ich hab's auch noch nicht erwähnt oder so. Nee. So, der Monkey, was macht der jetzt? Das ist übrigens der Admin des Servers. Oder der Owner. Own. So, jetzt kommt der Black Helios hier mal rein. Kommt der hier mal rein? Oder auch nicht. Na gut, das ist eben halt so ein bisschen hier. Aber der Camper XS hat das schon mal. So. Alles klar. Monkey und Black Helios sind auch noch drin. Camper XS müsste auch noch irgendwie joinen.
Und dann können wir noch eine Runde zu viert spielen. Hell yeah. Da, merkt euch das Gesicht von dem. Von dieser Bratze. Das ist der Armin. Ich sollte ihn jetzt hier vielleicht nicht zu sehr beleidigen, weil nachher schaut er sich das Video vielleicht noch an und dann, dann bin ich geliefert. Wie liefert? Oh, go, go. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay. Go, go, go. Komm, der Black Helios, der wird jetzt fertig gemacht. Und tot. Ah, okay, jetzt spiele ich wieder nur gegen Monkey. Der Camper ist auch ausgefallen. Bam! Alter, ich hab Glowstone gekriegt. Echt nice. Ich hab schon wieder gewonnen. Also, ich gewinne natürlich immer, ne? Ohne Scheiße, ich hab ja bisher, sag mal, 3 gewonnen. So, Slash Join. Nee, STL Join, haha. Also, ne, ihr seid auch herzlich dazu eingeladen, mal auf den Server zu gehen. Hat zwar nur 10 Slots, aber ich denke, ich habe auch nicht so eine große Community und so ein Quatsch. Und deswegen werden wir den wohl nicht überfüllen. Neue Runde, neues Glück. Die dritte Runde. Ich verziehe mich mal ein bisschen nach hinten und warte mal, bis die sich alle gegenseitig fertig gemacht haben. Nein, geh weg. Böse. Na los, auf den Camper. Ja. Nein. Ach komm. You need more bone. Fucking leg, Junge. Oh lol. Ja. Hammergeil. Ich hab trotzdem gewonnen. Boah, also das war jetzt mal. Da brauchte man ein Siegerfoto, ehrlich. Slash. Ah ne. Slash. Sleeve. Join. Wie komme ich jetzt herum? Ach ja, Slash Warp Sleeve. Slash Sleeve. Sleeve. Reimt sich sogar auch noch so gut. Ich muss jetzt in die Arena. Oh, Moment, ich mach mal schon mal. Ne, ich join da schon mal rein. Wieso kann ich nicht sprinten? Ach, ich habe ja immer noch so viel Hunger. Hunger! Ich verhungere gleich. Ich weiß gar nicht, wie lange ich schon aufnehme. Ich bin ja schon. Ja, wie lange nehme ich auf? Keine Ahnung. 28 Minuten oder so. Ich habe mir davor natürlich auch keine Uhr gestellt oder so, ne? Dieser Camper XS, ne? Extra small. Hallo! Haha. Oh. Egal, ich hab ja sowieso schon gewonnen. Was sind das ja alles für Noobs, ne? Ja, also wenn ihr auf den Server wollt, ihr könnt euch schon mal auf Noobs einstellen. Moment, aber nur witzig, was hab ich denn jetzt schon alles gewonnen? 2 Gold, Glowstone, Rotten Flash und Insex. Also ne, nicht Sex im Sinne von S-E-X, sondern Sex, das englische S-A-C. So, ich glaube, ich zeige euch noch mal ein bisschen anderes vom Server. Slash Warp Ignis, oder wie das auch mal hieß. Genau. Das ist eine zweite Stadt, die gegründet wurde. Und die ist, wie ich finde, deutlich schöner als die normale Stadt. So, seht ihr auch schon. Ist zwar noch sehr, sehr leer, aber ich will hier auch irgendwann mal mein Haus haben. Weil hier einfach deutlich schöner gebaut wird. Ne, man möge sich mal dieses Haus hier anschauen. Ist alles viel, viel schöner. Auch wenn ich nicht weiß, wie man da rein kann, aber okay. Ah, hier geht's rein. Aber dass ein Haus natürlich auch eine Funktion hat, ne, ist natürlich nebensächlich. Geht's hier rein? Oh, in die Katakomben! Ne, da ist nichts mehr. Nice. Oder sogar hier mit Gittern und so. Und hier wird wirklich auf Details geachtet bei dieser Stadt, ne? Arena, Ach Quatsch, ich kann ja auch so fahren. Ich wollte das schon gerade zippen.
Black Heroes hört mich ja natürlich. Die PvP-Arena oder die Monster-Arena? Nein! Nein, 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 nein. Okay, Monster-Arena. Okay, dann mache ich mal hier Slash Warp Arena, bevor ich hier noch sterbe am Wasser. So. Ah. Ah, der Black Helios ist in mir. Slash Mag Join. Hm. Ja, eigentlich würde ich jetzt wieder den Tanker nehmen, aber ich kann mal, um euch das zu zeigen, mal einen anderen nehmen. Ich nehme am besten den Aha. Den Aha. So, ich lege erstmal gleich hier noch ein bisschen anders hin. Wieso man dann Knochen kriegt, das frage ich mich auch immer. Wahrscheinlich um Hunde zu zähmen oder so. Auch wenn man hier schon den Hund hat. Ja, spawn die sofort. Zack, ich bin sofort was auf die Fresse. Ich Feuerpfeile oder? Bam! Der Knochen verschwindet aber. Oh! Tatsächlich, da hat der Helios recht. Das sagst du nur, weil er schwarz ist. Bam! Und den nächsten Gegner. Ah, da mir. Ich weiß, der Creeper hat keinen taktischen Einfluss, weil er eben halt niemandem was abzieht, aber eben halt. Oh, lol, oh lol. Aber ne, er bringt eben halt auch Geld, wenn man ihn tötet. No. Eigentlich muss ich ja nur kurz draufschlagen, die Viecher, und dann killt mein Hund die ja schon. Go, Hundi! Hier einmal rausschlagen. Und mein Hund killt die. So. Ja, ja, ich hab's verstanden. Ey. Meine Spinnen ja von hinten. Die spinnen doch schon wieder irgend so einen geheimen Plan. Gegen mich. Eine richtige Verschwörung, wie bei 9-11, Mann. 9-11 wasn't in. Oh, Leute, Pflanz. Mach sie fertig, der Helios. Ich muss mich heilen. Ist das Stufe 2? Nee, ist nur Stufe 1. Hallo, was ist das denn für ein Bullshit hier? Bullshit! Alter, okay, der Archer würde ich euch nicht empfehlen. Außer ihr seid in einer großen Gruppe, weil dann könnt ihr gut geschützt werden. Oh, wieso ist der Pfeil jetzt gerade zurückgesprungen? Bam. Und manchmal habe ich das Gefühl, die brennen durch mich. Keine Ahnung. Bam. Oh Gott, Zombie-Pigment überall da hinten. Eieieiei. Oh, ihr sollt sterben. Ja. Spannen und schießen. Spannen. Oh lol. Oh lol. Jetzt bin ich schon wieder von angegriffen. Das gibt's doch gar nicht. Ah, mein Hund killt auch noch die Skelette. So, zack, da hinten ist Zombie. Oh nein, nicht die Cave-Spider. Scheiße. Die hat nämlich so scheiße viel Leben, weil die irgendwie so ein Boss-Gegner ist oder so. Like the Boss ist die ein Boss-Gegner. Ah, mein Hund killt jetzt. Ah. Jetzt muss ich mit meinem Holzschwert zuschlagen, ey. Black Helios, rette mich! Wo immer du bist. Scheiße. Oh Gott, oh Gott. Nahkampf hatte ich. Oh Scheiße, ich bin alleine. Toll, wie soll man denn alleine als Archer überleben? Weil man kann ja nur Pfeile schießen und nicht effektiv Schaden machen. Oh Gott, halbes Leben, halbes Leben. Ich hab grad irgendwie verloren, aber bin noch hier drinne. Ich bin, ein wenig verwirrt. Geht der Server gerade down, oder? Ja, ja, die großen Schweine hier, die kennen wir alle. Kennen wir schon noch zu Duke Nukem. Aber... Connection lost! Woohoo! Let's go! Ja, ich denke, das war jetzt auch mal genug gezeigt, genug getan, genug gehandelt und genug gesiegt. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr geht auf den Server, die IP ist jetzt hier eingeblendet und ja, man sieht sich. Haut rein!